Guten Tag, meine lieben Studenten. Heutiges Thema heißt Alte Städte von Usbekistan. Ich möchte Ihnen von den alten Städten Usbekistans erzählen. Bukhara ist die heilige Stadt. Bukhara ist eine der ältesten Städte Usbekistans. Sie liegt auf einem heiligen Hügel, wo im Frühling von den Feueranbetern Opfer gebracht wurden. Diese Stadt wurde in einem heiligen Buch auch Avesta genannt. Es wird angenommen, dass Bukhara im 13. Jahrhundert unter den Seljuqiden gegründet wurde, die schon 980 Jahre vor Alexander dem Großen an die Macht gelangten. Der Name Bukhara leitet sich von Vihara ab, was in Sanskrit Kloster bedeutet. Neben anderen Städten der alten Seidenstraße war auch Bukhara ein großes Handelszentrum in der Region. Bukhara liegt westlich von Samarkand und war einst ein Zentrum der islamischen Lehre, welches in der gesamten islamischen Welt berühmt war. Auch war sie Heimatstadt von Scheich Bahauddin Naqshbandi, einer zentralen Figur in der Entwicklung der meistischen Sufi-Strömung im Islam und seiner Philosophie. Aus diesen Gründen gibt es in Bukhara mehr als 350 Moscheen und 100 islamische Hochschulen. Das Sanskrit der Stadt ging mit den verschiedenen Machthabern durch Höhen und Tiefen, bis die Stadt im 17. Jahrhundert schließlich zu einem der großen Khanate in Zentralasien wurde. Mit seinen über 140 Architekturmonumenten ist Bukhara eine Art Museumstadt, die bis ins Mittelalter zurückreicht. So sind architektonische Ensembles wie der Poyukala, der Koshe Medrese, das Samaniden-Mausoleum oder das Kalan-Minaret Touristenattraktionen, die über die Jahrhunderte nichts von ihrer Faszination eingebüßt haben. Die Stadt besteht aus schmalen Gassen, grünen Parks und Gärten, und die historischen Bauwerke aus verschiedenen Epochen liegen fast alle dicht beieinander im Zentrum der Stadt. Samarkand ist die Hauptstadt von Amir Timur. Samarkand liegt im Tal des Flusses Serafshan und ist die zweitgrößte Stadt Usbekistans. Die Stadt stammt aus der gleichen Zeit wie Babylon oder Rom und kann damit auf eine über 2500 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Während dieser Zeit hat die Stadt viele Aufstände und Unterwerfungen erlebt, etwa unter Alexander dem Großen die arabische Eroberung, die Eroberung durch Chinggis Khan und letztendlich natürlich die Einnahme durch Tamerlan. Doch ging mit diesen Eroberungen auch immer eine Entwicklung der Kultur einher, so etwa die Mischung mit der iranischen, indischen, mongolischen und ein wenig westlichen und östlichen Kultur. Die Stadt übte durch ihre Schönheit schon immer eine magische Anziehungskraft aus. Dichter und Historiker nannten sie das Rom des Ostens, die Perle der östlichen islamischen Welt. Es gibt Stadt, in deren Geschichte sich die Historien
nicht nur eines einzelnen Landes, sondern ganzer Nationen widerspiegelt. Eine solche Stadt ist Samarkand, eine der ältesten Städte der Welt. Wie andere Zentren früher Hochkulturen, Babylon, Athen, Rom, Alexandria oder Byzanz, so war auch Samarkand dazu bestimmt, durch einen nicht endenden Strom von historischen Ereignissen erschüttert zu werden. Die Geschichte Samarkands reicht weit über 1000 Jahre zurück, so belegen archäologische Funde und historische Annahmen, dass auf dem Gebiet Samarkands schon lange vor Christi Geburt Menschen lebten. Die vorteilhafte geografische Lage, das verhältnismäßig kühle Klima, ein Überfluss an frischem Quellwasser, die Nähe zu Gebirgen mit großem Wildvogelbestand, all dies begünstigte schon immer die Ansiedlung des Menschen in diesem Gebiet. So scheint es nicht verwunderlich, dass wir heutzutage in Samarkand immer noch mächtige Stadtmauern, Festungen, majestätische Bauwerke und religiöse Anlagen bewundern können, die über die Jahrhunderte hinweg errichtet wurden. Hiva ist die Museumsstadt. Choresmien kann auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken und nur wenige Kulturen können damit verglichen werden. Bereits 100 Jahre bevor der Handel auf der Seidenstraße begann, hatte Choresmien Verbindungen zu Europa und dem fernen Osten mit Sibirien und südlichen Zivilisationen. Es ist die Wiege dreier Kulturen, die in Usbekistan entstanden. Das Orient Choresmien war bereits im 4. Jahrhundert sehr bekannt, da es ein mächtiger Staat war. Die Märchenstadt Hiva hat es geschafft, sich ihren exotischen orientalischen Charme innerhalb der Stadtfestigung Ichankala zu bewahren. Innerhalb der Festungsmauern befinden sich alle architektonischen Monumentale der Stadt, darunter die Kirchen, Arkzitadelle und der Toschhole-Palast, die ehemalige Residenz des Khans, die mit ihren kunstvollen Toren immer noch erhalten ist. Daneben bietet Ichankala die Einfachheit und Monumentalität mittelalterlicher Formen, kunstvolle Holzschnitzereien und raffiniert miteinander verwobene Ornamente. Die Solhauten der beiden herausragenden Minarette, eingeschlossen von Flachdachlehmhäusern und mächtigen Stadtmauern, geben eine klare Vorstellung davon, wie eine typische zentralasiatische Feudalstadt aussah. Hiva mit seinen 40 Einwohnern ist über 2050 Jahre alt und liegt in der Kuzulkum-Wüste, 450 Kilometer von Bukhara entfernt. Die Stadt besteht aus Medresen, Moscheen und Minareten, wie etwa das beeindruckende Islam-Hüce-Minaret. Als zentralasiatische Stadt verfügt Hiva über die meisten Minarete, von denen das Kalta Minor-Minaret vielleicht das bemerkenswerte ist.
Die Juma Moschee mit ihren 218 kunstvoll geschnitzten Holzeulen aus verschiedenen Epochen gehört. Zwei Felsone ebenfalls zu den Hauptattraktionen. Unsere Stunde ist zu Ende. Dankeschön, vielen Dank auch für Aufmerksamkeit.